Ja, für uns sicherlich ein bisschen enttäuschend, weil wir uns viel mehr vorgenommen haben. Bis zu 30 Minuten lief es auch eigentlich recht gut. Nur dann dachten wir, wir hätten das Kind schon geschaukelt. Und dann in der zweiten Halbzeit dachten wir, wir wären auch über den Berg gewesen. Und dann hat es unsere läuferische Leistung und der Kampfeswille hat dann ziemlich nachgelassen. Und im Endeffekt war es 1:1 dann auf jeden Fall noch verdient gewesen, was natürlich ein bisschen bitter für uns ist. Sieg! Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir da auf jeden Fall siegen werden, weil ich habe da auf jeden Fall noch das Hinspiel im Kopf, was wir 1:7 hier ganz, ganz bitter verloren haben. Und da haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Also vorbereiten würde ich eher nicht sagen. Ich würde dann schon eher sagen nachbereiten, wenn mich irgendwas am Wochenende aufgeregt hat, was mir nicht so gepasst hat. Dann schnappe ich mir auch schon mal ganz gerne eine Wand und einen Vorschlaghammer und dann kann ich mich da ordentlich abreagieren. Das passt hervorragend zusammen. Also Wacker bleibt natürlich immer in meinem Herz. Ich bin mit dem Verein und mit den Leuten groß geworden und pflege immer noch reichlich Kontakt mit den Jungs. Aber das hier, was bei Borussia gerade läuft, da sind wir schon ziemlich stolz drauf. Und ich denke schon, dass ich hier das Richtige habe. Da fällt mir jetzt spontan keiner ein. Eventuell, also Jannik Heidmann, der könnte es eventuell probieren, aber ich glaube auch nicht, dass er mir da das Wasser reichen könnte. Wie viele Leute kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich kann mich noch an unseren kleinen Kroaten erinnern, der das letzte Mal, glaube ich, vor 3 Wochen war es, der dann nochmal schnell zum Zaun laufen musste.